Hallo, jetzt kommen zu einer weiteren Folge der Stuttgart-Karriere auf meinem Kanal. Und heute ist das Spiel gegen den SC St. Pauli. Diesen Tabellen-12. Wir gehen natürlich wie in jedes Spiel rein. Wir wollen dieses Spiel hier gewinnen gegen St. Pauli. Wir nehmen das Weiß. Braun. Eine Umstellung mache ich. Ich stelle Onana ins Tor, nehme dafür. Ja, Angry Cross. Großkreuz heute mal aus Zimmer von Anfang an rein. Kliment heute von Anfang an für Werner. Und mit den Veränderungen starten wir auch schon in die Partie. Und so. Oh, Vorried auf die Übung. Ich finde, die Übung ist. Die Gegner werden sich halt nicht. Du kannst einfach durchlaufen und reinknallen. Ich glaube, die werden aber immer stärker. Ich habe halt mein Spiel starten hier, FIFA. Danke. Das Spiel hat mir zugehört, das erste Mal. Fühlt. Wir müssen direkt am besten direkt sofort in Führung gehen. Dann haben wir das Spiel nämlich dann wahrscheinlich. Bin zur. Komm, lass dich fallen zur Not. Oh, schade. Jetzt kommt Pauli auf Avevur, müssen wir aufpassen. Ich sag nur auf meinem Hauptkanal, Pixelwurf. Könnt ihr mal vorbeischauen. Hat wir auch in der Bielefeld-Karriere gegen Pauli und hat Avevur. Oh. Komm. Entner. Euphorie, ist das dein Ernst gewesen, gerade dieser Pass? Klostermann. Müsste man es eigentlich recht hat, er spielt aber in der Innenverteidigung, aber da konnte er auch anscheinend spielen. Spielt er da gut. Also kann er da auch spielen. Dann macht er die Lücke frei. Oh, Nana Weltklasse hält uns bei dem Unentschieden. Pauli spielt mit Druck. Pauli will das Ding hier auch früh in Führung gehen. Da ist Avevur. Zeigt gleich, dass er was kann. Haben wir Onana, der eben das Ding gut gehalten hat. Maxim. Clement. Insur. Kriegen. Sag ich doch, wir werden gegen die Teams in der zweiten. Das ist immer. Ich habe immer Probleme. Gegen die Teams, die in der zweiten Hälfte der Tabelle stehen, habe ich oft schon Probleme gehabt. Oh, so geil auf Himmelmann direkt drauf. Echt ist er gar kein Stammkeeper mehr bei St. Pauli. Sich ja zu viele Nizza geleistet. Aber den hätte ich schon lange nicht mehr gestellt. Aber aus meiner Sicht. Sahin. Gut gemacht, Baumgartel. Baumgartel, der Verteidiger. Euphorie, wieso bist du nicht da geblieben? Schade. Clement. Jawohl, Maxim. Terodde wird gelegt. Wir kriegen einen Freistoß. Aber boah, das gibt gelb, ja. Riesenschock ist jetzt vielleicht in der 20. Minute in Führung zu gehen. Ich leg ihn dann vorüber. Mit Alessandro. Maxim hinzur. 2 Meter. Egal, weiter, Jungs. Schade, aber das war unsere erste wirkliche Torlänge nach dem Schuss von Hosogai. Und beides jetzt nicht so die gefährlichsten. St. Pauli hatte die gefährlichste Chance im Spiel. Nämlich die von dem 14. Ich weiß nicht, wer das ist. Gentner. Ning oder Ning. Freistoß Pauli. Ist das für uns gehabt? Oh, Schiri. Bin aggressiv drauf. Nach unserem Foul. Freistoß. Bur. Deuce. Kann der das? Ne. Das kann er nicht. Das sollte er lieber lassen. Oh na na. So geil. In die Ballrolle. Gentner. Maxim, schöner Seitenwechsel hinzu. Direkt weiter auf Klimen. Der auf Terodde. Von Terodde nicht viel zu sehen. Dieser Partie bis jetzt. Wir sind nur echt nicht drin, das muss man so wirklich auch mal sagen. Color.
drauf auf den Erik. Auf den Erik müssen wir drauf. Nein. Auf Baumjagdle. Euphorie. Warum fault ihn doch? War im Strafraum. Was will ich denn vorm Strafraum hier in der Welt, ey? Dahin. Baumgürtel, das war ja ein cooler Ball, ey. Das war ja ein cooler Ball. Wenigstens ein Versuch meiner langer Zeit. Komm, wir machen ihn die Seiten zu. Nein. Oder lässt Gentner den so an sich vorbei. Aber ich verkackt. Komm, Clement. Ey, Gentner, du stehst neben dir heute. Jawohl, Gentner, ich sag's gerade, der steht neben sich und jetzt rasiert er gerade gut. Ecke. Was? Ey, Schiri, das ist ja wohl eine klare Ecke gewesen. Ich kann das zurück. Ich hatte aber recht, die haben letztens gesagt, dass es eigentlich voll leicht wird, jetzt hier noch die Liga. Eigentlich easy zu rasieren, aber im zweiten. Ja. Teams in der zweiten Hälfte der Tabelle stehen, nur unten habe ich die Meinung mal größten Probleme. Ist immer so. Keine Ahnung warum. Euphorie. Aber oh Mann. Komm drauf, drauf, drauf. Drauf auf Bubala. Ein Pauli-Fans oder welche. Für unsere machen Stimmung. Merkt, dass ein Pauli echt stimmungsfreudige Fans sind. Ja, Alter. Jetzt konzentrier dich, Gen. Ah. Oh. Oh, der Schiri gibt nichts aus. Chill, ich glaube, der hat die Karten vergessen, weil da gibt schon mal gelb. Guck. Also, kann man gelb geben. Der Terrorte steht völlig neben sich heute. Das ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall steht heute Simon Terrorte jetzt neben sich. Pause. Das passt mir nicht. Spielerisch ist das nichts. Spielerisch ist das überhaupt nicht. Da ist noch nicht mal irgendwie. Bei manchen sieht es nach Willen aus, aber sie kriegen es halt in den Gentner. Er scheitert oft, aber er probiert es halt. Na, Gentner wird stehen gelassen. End kommt auch nicht. Ins Zimmer ist da. Gefühlt erste. Ich glaube, das war sein erster Ballkontakt. Zweiter Terrorde. Im Übersteiger, aber oh, Maxim, Terrorde. Schön gemacht, aber jetzt mal von Maxim und Terrorde. So will ich das hier. Schöner Fußball. Euphorie. Maxim. Terrorde. Aluminium. Aluminiumstreffer Simon Terrorde. Jetzt geschickt. In Sua. Schade. Aber da war doch mal eine Chance. Simon Terrorde. Terrorde und Maxim machen, nehmen hier das Spiel mit Euphorie. Das schon mehr als im ganzen ersten Durchgang passiert ist. Von uns. Vom Gürtel. Ey, Usukai, du spielst hier einen Dreck zusammen. Dich so einen Scheiß da zusammen. Niemand geht auch nochmal, komm Werner. So, Jungs. Das war nix. Sorry. Mann. Und wir gehen jetzt mal schalten auf Offensiv. Und jetzt sind wir tot. Das kann unser Todesurteil sein. Wir laufen alle hinterher. Und Nana ist da. Hosokai kriegt nochmal Gap, aber der geht jetzt sowieso runter. Weil er einfach nichts gibt.
hingekriegt hat in dem Spiel. Jungs, Konzentration, oh Nana. Komm, Laufzimmer. Seitenwechsel, fuck. Wollte den Seitenwechsel unbedingt. Tussert. Werner. Beiden eingewechselt. Ach, da läuft niemand, ey. Jetzt mal Gentner. Tussert. Maxim. Ofori. Ey. Wir haben da keine Durchsetzung für mich. Ich bring Ginzek einfach nochmal nur zum Soforholzen. Er soll einfach mal. Er hat so viel Kraft. Im Fuß. Ich soll einfach mal einen Strahl abziehen. Immer schön. Na los. Gentner. Alter, diese Fans von denen, die sind übelst. Ich hab vor jedes Team hatte so Fans. In FIFA, immer wenn ich gegen San Paulo spiele und mit San Pauli, das die lautesten Fans, ey. Gib mir den scheiß Ball her. Ey. Ah ja, ernst. Jungs, jetzt. Maxim. Standbild, geil, FIFA. Ich bin jetzt krass. Sieg oder gar nichts. Es gibt nur eine Variante, nämlich diesen Dreier heute. Ah, schön gespielt. Pauli, die kriegen doch nichts mehr hin seit, keine Ahnung, die kriegen seit dem ganzen, seit der ganzen zweiten Hälfte kriegen die spielerisch doch nichts mehr hin. Ginzek kommt jetzt. Zimmer. Ginzek. Ja, geil, fick dich. Spieler von St. Pauli. Alter, ich krieg Dünnschiss. Gibt's nicht spielerisch, grottig. Ey, lass mich doch noch angreifen, Schiri. Er ist doch arm, dieser Scheiß. Der Schiri war schlecht. Hätte mir einen Elfmeter geben können. Nicht gewonnen vielleicht. Der Schiri ist zu behindert. Aber es gibt noch einen Vorteil. 60 hat genauso viele Punkte wie wir und hat ein Spiel mehr. Also, ja, wahrscheinlich, Junge, wir sind Tabellenführer. Was wollt ihr mit einer 69-Wertung? Aber ich würde trotzdem sagen, wenn euch diese Folge FIFA 17 Karrieremodus mit dem VfB Stuttgart gefallen hat, lasst eine positive Wertung und ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.